Hallo meine Lieben, ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch. Es geht um den Hühler und ich möchte aber erstmal für alle, die mich noch nicht kennen, mich kurz vorstellen. Ich heiße Jana, bin 34 Jahre alt, Mama von 2 Kindern, einen Hund haben wir auch. Ich bin Vertragspartnerin von Hühler geworden, weil ich absolut überzeugt von diesem Gerät bin und weil ich möchte, dass ihr einen direkten Ansprechpartner habt. Es ist ja oft so bei Kooperationen, dass man einfach sagt, ich werbe für dieses Produkt und dann könnt ihr es dort kaufen. Ich bin Vertriebspartner geworden bei Hühler, weil ich möchte, dass ihr dieses Gerät mit einer richtigen Betreuung kaufen könnt. Wenn man 1.995 Euro ausgibt, dann möchte man da auch einen gewissen Service haben und den kann ich euch leisten. Das bedeutet, wenn ihr über mich dieses Wundergerät bestellen möchtet, dann habt ihr mich an eurer Seite. Ich werde euch beraten. Wenn ihr Zubehör braucht, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ich werde euch versorgen mit Videos, mit Anleitungsvideos, mit Tricks und Tipps. Ich werde euch zeigen, wie ich zu Hause mit dem Gerät umgehe. Und ich bin für Fragen immer da. Und auch wenn ihr Probleme haben solltet, dann dürft ihr euch jederzeit an mich wenden. Das einfach ist im Preis mit inbegriffen. Und ganz wichtig für mich, euch zu sagen. Jetzt komme ich zu dem Gerät an sich und möchte euch einfach mal ganz kurz, ganz grob die Funktionen sagen, zeigen und euch vor allem mit auf den Weg geben, was dieses Gerät alles kann. Viele sagen, der Hühler, so heißt dieses tolle Gerät, Hühler Est, ist ein Staubsauger. Und das ist er nicht, möchte ich jetzt einfach mal so raushauen. Es ist ein Luft- und Raumreinigungsgerät und es hat die Funktion eines Staubsaugers. Es ersetzt euren Staubsauger. Den braucht ihr nicht mehr, könnt ihr verkaufen, verschenken, wegschmeißen, weil der Hühler einfach eine Staubsaugerfunktion hat. Es ist aber, ich muss es nochmal sagen, ein Luft- und Raumreinigungssystem. Und ich möchte bei dem Luftreiniger anfangen. Es ist einfach extrem wichtig, dass man guckt, wie die Luft in den Innenräumen ist. Die Häuser sind immer dichter gemacht worden, was ja auch gut ist, aber die Raumluft kann halt nicht wirklich zirkulieren. Wenn man mal durchlüftet, dann kommt meistens noch mehr Feinstaub von draußen rein. Lüften ist sehr wichtig, aber es ist noch wichtiger, die Luft innerhalb zu waschen. Wir haben den Hühler jetzt seit einer gewissen Zeit und wir merken jetzt schon starke Verbesserungen. Erstens, weil wir tägliche Luftwäsche betreiben. Man kann in dieses Gerät... Das Gerät hat einen Wassertank, das benutzt man auch anstatt eines Filterbeutels, aber da komme ich später dazu. Man kann in dieses Gerät 4 Liter Wasser einfüllen, das sollte man auch unbedingt tun, außer man saugt Flüssigkeit auf, dann muss man es nicht. Aber ansonsten muss dieses Gerät immer mit 4 Liter Wasser befüllt sein. Man hat hier am Wasserbehälter auch ganz schöne Markierungen, wo man einfach sieht, wo ist die Grenze, wo kommen 4 Liter rein. Und dann geht's los mit der Luftreinigung und dazu baue ich euch den Hühler jetzt mal zusammen. So ihr Lieben, ich zeige jetzt euch einfach mal, wie wir anfangen, wenn der Hühler nach Hause kommt. Ihr habt hier dieses tolle Rollbrett, sehr, sehr leicht, sehr, sehr wendig, weil wir haben diese Rollen, die sich 360 Grad drehen und wir haben hier vorne so einen kleinen Mechanismus, wo dann dieser 4 Liter Wasserbehälter sich einklicken kann. Ihr nehmt dieses Rollbrett, viele fragen mich immer wegen dem Gewicht, es ist so, dass ihr eben diese Einzelteile tragen könnt. Es ist ein Wasserbehälter, in dem kommt normalerweise 4 Liter Wasser rein, außer ihr saugt Wasser auf. Ansonsten nehmt ihr diesen Wasserbehälter und den könnt ihr super tragen, weil das halt einfach wie ein Eimer ist. Und den klickt ihr dann drauf, wo auch immer ihr saugen möchtet. Und dann macht ihr den Hebel nach unten und dann kommt der Kopf. Das ist der Motorkopf und der Motorkopf hat eine Separatorenschraube. Und den setzt ihr auf den Wasserbehälter auf. Am besten guckt ihr, dass ihr erst seitlich einrastet, dann geht es am leichtesten, dass ihr hier an der Seite das einrasten lässt. Und dann, ganz wichtig, einfach den Hebel in der Mitte nach oben drücken, dann rastet er ein. An der Seite aufmachen und also hier hat man so 2 Einkerbungen, da kann man ihn aufmachen und in der Mitte kann man ihn dann schließen. Und dann habt ihr hier oben drum gewickelt, was auch sehr schön gemacht worden ist, ein Kabel und das Kabel ist 7,5 Meter lang. Man hat extra ein Kabel gewählt, das man selber aufrollen muss, weil man hat mit dem Hühler ein Qualitätsgerät, das euch bis zu 20 Jahre halten werdet, wenn ihr darauf aufpasst. Und dann wäre es einfach blöd, so einen elektrischen Kabelzug zu machen, weil die können nach 2, 3, 4 Jahren nicht mehr so richtig funktionieren, wenn man oft das Kabel rein und rausgezogen hat. Weil das ein langlebiges Produkt ist, haben die schlauen Menschen von Hühler sich dazu entschlossen, das manuell aufwickeln zu lassen, einfach, dass ihr ein Gerät habt,
das übrigens auch wartungsfrei ist und wo ihr einfach 20 Jahre lang Spaß damit habt. Dann kommt's in die Steckdose. Wenn ihr ihn ganz normal eingeschaltet habt auf dem grünen Knopf, dann reinigt euch dieser Luftreiniger 1,6 Kubikmeter pro Minute. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, einen Turbo-Schalter, und der befindet sich hier in der Seite. Wenn man den drückt, dann verdoppelt es sich fast. 2,5 Kubikmeter pro Minute reinigt er euch dann die Luft. Kommt natürlich ein bisschen auf eure Raumgröße an, wie ihr es nutzen möchtet. Bei unserem Wohnzimmer, das ja wirklich sehr offen ist, machen wir immer den Turboschalter an, weil es dann schneller mehr Luft reinigt. Wir zeigen euch das gleich, das sieht man nämlich sehr gut. Der Hühler saugt von allen Seiten die Luft rein, presst das durch das Wasser durch und schießt es nach oben an den Separator, an die Separatorschraube. Und die Separatorenschraube dreht sich 25.000 Mal, also 25.000 Umdrehungen pro Minute. Und so wäscht es eure komplette Raumluft aus. Eine normale Luftwäsche ist 35 Minuten. Wenn ihr den Turbo-Knopf betätigt, dann sind es zweimal 35 Minuten, einmal 35 Minuten auf dieser Turbo-Stufe. Dann schaltet es sich automatisch runter auf die niedrigere Stufe und reinigt nochmal 35 Minuten die Luft. Ihr habt jetzt aber auch noch die zusätzliche Möglichkeit, Aromatherapie währenddessen zu machen, und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Hühler hat auch ganz tolle Öle. Ein, zwei Tröpfchen reicht und der ganze Raum, der gewaschen wird, duftet zum Beispiel nach Orange. Orange ist ja belebend. Oder ihr macht Eukalyptus rein, ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Und dann habt ihr gleichzeitig eine Aromatherapie. Aromatherapie ist übrigens das, was am schnellsten im Gehirn ankommt, Gerüche. Und lässt euch dann gleich in so eine Art Meditation fallen. Also eine Aromatherapie, während es die Luftwäsche macht, ist einfach wirklich ganz, ganz toll. Was ihr auch tun könnt, und das ist super für Asthmatiker, Allergiker, ihr könnt euch ein Salzklima herstellen. Ihr macht einfach 3 Esslöffel Salz dazu in den Wasserbehälter und dann habt ihr gleich diese salzhaltige Luft. Viele gehen extra in den Urlaub an die Nordsee zum Beispiel, dass sie dieses Klima haben. Mit dem Hühler kriegt ihr das in eure 4 Wände. Achtet nur darauf, dass das Salz sich vorher aufgelöst hat. Also am besten anrühren in einem extra Behälter und dann rein, dass es sich dann auch richtig verbreiten kann. Was natürlich momentan auch ein riesiges aktuelles Thema ist, man kann auch ein Desinfektor ins Wasser dazugeben und dann desinfiziert es wirklich eure Luft. Auf dem Feinstaub sitzen die Bakterien und die Viren, die können eigentlich nicht fliegen, aber durch den Feinstaub schaffen sie es, sich zu verbreiten. Und wenn ihr gleichzeitig noch einen Desinfektor mit ins Wasser gebt, dann desinfiziert ihr eure Luft. Dann hat man durch diese Aromatherapie, durch diese verschiedenen Öle eben auch die Möglichkeit, Gerüche zu neutralisieren. Wir haben hier eine offene Küche. Wenn wir mit Fett kochen, können wir einfach ein, zwei Tröpfchen Zitronenöl reingeben zu der Luftwäsche und dann neutralisiert sich der ganze Geruch beziehungsweise es duftet dann sogar nach Zitronen. So ihr Lieben, und jetzt kommen wir zur Funktion, wo ihr alle sagen, das ist ein Staubsauger. Er hat eine Staubsaugerfunktion und die ist gigantisch. Beim Staubsauger ist es ja eigentlich, das wundert mich immer noch, seit ich dieses Gerät kenne, weit verbreitet, dass Staubsauger super sind und dass Staubsauger staubsaugen. Aber was sie wirklich tun, sie bringen den Staub in die Raumluft. Natürlich den groben Dreck, den groben Staub kriegt er aufgesaugt, aber spätestens dann, wenn er im Filter alle Poren verstopft, ist er eine Keim-Bakterien-Schimmelschleuder, weil alles, was wieder hinten rauskommt, ein Feinstaub, sich wieder in die Luft verbreitet. Und deswegen hat man immer das Gefühl, man könnte eigentlich am Tag 10-mal Staub saugen. Und so ist es auch. Man verbreitet den Staub. Der Hühler hat anstatt einem Filter eben einen Wassertank. Und alles, was ihr aufsaugt, geht direkt ins Wasser. Und das wissen wir, das macht auch die Natur so. Die wäscht ihre Luft mit Nebel, Tau, Schnee oder Regen. Und genau das macht der Hühler in euren 4 Wänden. Er nimmt den ganzen Dreck, er saugt den ganzen Staub an sich, auch den Feinstaub, und bindet ihn im Wasser. Und im Wasser kommt er nicht mehr raus. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder den Staubsauger gegen einen Hühler tauscht. Es geht hier um die Gesundheit, es geht darum, was ihr einatmet, und es geht darum, dass ihr eigentlich euch mehr Arbeit macht, wie dass es euch hilft. Ihr saugt, ihr verbreitet alles, es geht in eure Lunge, es ist gesundheitsschädlich und es hilft nicht. Es ist einfach
Der grobe Dreck ist weg, aber der Feinstaub ist weiterhin in der Luft. Deswegen muss jeder einen Kühler haben. Jeder sollte einen Kühler zu Hause haben und ab sofort nur noch kühlern anstatt Staubsaugen. Ich zeige euch jetzt einmal, was der Hühler alles an Zubehör mit sich bringt zum Staubsaugen. Der Hühler hat ganz tolle Schläuche. Das sind Schläuche, die nicht verwickeln können, die sich nicht so, kennt ihr das, wenn man den hinter sich herzieht und dann dreht er sich einmal ein und dann fällt das ganze Ding um. Geht nicht, weil der Hühler hat einen flexiblen Schlauch. Alles ist ganz, ganz einfach als Stecksystem gemacht. Man nimmt das einfach und steckt das einmal hier rein. Den könnt ihr auch ganz toll nutzen für das Nasse aufsaugen, also das ist auch möglich hier mit Wasser zu saugen, aber nur der silberne Schlauch. Der silberne Schlauch ist ein flexibler Schlauch, wie auch nachher der rote. Alle Dinge von Hühler sind eben so ausgelegt, dass ihr 20 Jahre lang damit keine Sorgen habt. Ihr kennt vielleicht gerade an Schläuchen oder Kabeln, dass immer so das Anfangsstück ausreißt und hier haben sie einen Extraschutz drüber gemacht, dass man eben dieses Problem nicht hat. Alles, das ganze Zubehör, das ganze Gerät ist ausgelegt auf eine lange, lange Lebenszeit. Und das merkt man an so kleinen Details, die sehr, sehr wichtig sind. Dann hat man eben dieses Rohr, das ist ein Klickrohr, das man auch hier in der Länge verringern könnte. Und dann haben wir, das kennen wir auch von normalen Geräten, eine verstellbare Bodendüse, dass man hier alle Böden und Teppiche damit saugen kann. Wobei Teppiche würde ich euch den Tiefenreiniger empfehlen, den ich euch auch gleich zeige. Aber so ist es jetzt ein, so kann man ihn nutzen als Staubsauger. Ich traue mich gar nicht mehr, dieses Wort auszusprechen, seit ich den Hühler kenne, weil es hat eigentlich nichts mehr damit zu tun. Dieses Gerät ist ein Gerät, das euch den kompletten Staub und Dreck in der Raumluft, auf dem Boden, in den Ecken minimieren wird. Und ihr werdet viel länger staubfreie Räume haben, wenn ihr hühlert, anstatt staubsaugt. Ein Wasserfilter kann physikalisch nicht verstopfen und deswegen haben wir hier natürlich die Vorteile klar auf der Hand. Wenn ihr mit einem normalen Staubsauger staubsaugt, ist es noch schon nach mehreren Minuten dicht. Der Staub, der in den Filterbeutel kommt, verstopft die Poren des Filterbeutels und ihr habt zwar noch die Saugkraft, aber der Luftstrom ist nicht mehr da und der Dreck kann nicht mehr aufgesaugt werden. Wasser kann physikalisch nicht verstopfen. Und aus diesem Grund wird der Hühler nie an seiner Leistung nachlassen. Und ihr bekommt nachweislich aller Dreck, aller Staub plus den Feinstaub im Wasser gefangen. Und genau das ist das, was wir wollen für saubere Räume und vor allem für reine Lungen. Wie ihr vielleicht beim Unboxing-Video schon gesehen habt, gibt es sehr viel Zubehör gleich mit dazu zum Preis von 1.995 Euro. Und dieses Zubehör ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das kennt jeder. Sehr praktisch. Eine Fugendüse, die kommt einfach überall hin. Gerade auch zum Autoreinigen ist der Hühler ein absolut fantastisches Gerät, weil er eben auch in die Tiefe kommt. Fugendüse für alle schwer zugänglichen Stellen. Dann haben wir eine Kleiderbürste, die uns auch schon sehr, sehr gut geholfen hat. Das sind eher härtere Borsten, die dann eben richtig gut absaugen können, die aber auch gleichzeitig ein bisschen mitputzen können. Und dann haben wir, die sieht eigentlich fast genauso aus, nur hat sie ganz weiche Borsten. Das ist die Möbelbürste und da geht man zum Beispiel bei Musikinstrumenten dran, da geht man einfach bei Dingen dran, wie zum Beispiel Bilderrahmen, die einfach ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln sind, können aber eben trotzdem perfekt abgestaubt werden mit dem Hühler. Und dann haben wir, und das habe ich am Anfang gedacht, naja, ist jetzt nicht so spannend, eine Blasdüse, aber oh, ich wurde eines Besseren belehrt. Man kann eben blasen mit dieser Düse, man steckt einfach den Schlauch hinten hin, also man dreht den Hühler einmal um und nimmt den Schlauch und steckt ihn hinten rein und dann ist es eben gleichzeitig auch möglich, Dinge aufzublasen. In dem Moment, wenn ihr übrigens den Schlauch hier reinsteckt, dann tut dieses intelligente Gerät sich gleich auf die volle Leistung hochpushen und wenn ihr das dann anhabt, also ihr steckt den einmal vorne rein, macht ihn an, dann ist er an auf höchster Leistung und ohne ihn auszuschalten, zieht ihr ihn dann vorne raus, dreht den Hühler einmal um, während er läuft und steckt ihn hinten rein und dann hat er auch die volle Blasleistung und dann könnt ihr damit alles
ausblasen. Und das, ihr Lieben, ist super wahnsinnig wichtig, gerade wenn der Hühler das erste Mal in euer Haus kommt, weil ihr könnt, wie zum Beispiel Heizkörper, um Gottes Willen, was bei uns alles rauskam, ihr könnt richtig alles auspusten, ihr könnt in die kleinsten Ecken, in die größten Winkel in eurem Haus und alles erstmal auspusten und dann wirbelt sich dieser ganze Staub auf. Macht das bitte unbedingt ohne die Kinder im Haus oder Tiere. Da ist es ja auch eigentlich das Blödeste, weil die eben auf einer Höhe sind, ungefähr bei 80 cm kommt der meiste Staubwirbel und genau aus dem Grund, Kinder und Tiere, so müssen wir unsere Luft reinigen und müssen diesen ganzen Feinstaub aus den Häusern rauskriegen, um wieder ein gesundes Klima hier drinnen zu schaffen. Wenn ihr alles aufgeblasen habt, ausgepustet habt und dieser ganze Wirbel, dieser ganze Hausstaub eben hier jetzt in der Luft ist, sofort danach die Luftreinigung anschalten, dann zieht der Hühler diese ganzen Feinstaub, alles was belastet, alles was krank macht, ins Wasser rein und da kommt es dann in den Abfluss und dann haben wir eine gesunde Raumluft. So, und jetzt kommen wir zu einer Funktion, die dieses Gerät von allen anderen Geräten unterscheidet und das ist der Tiefenreiniger. Ihr Lieben, wie oft habe ich schon gedacht, wie kriege ich diesen Teppich wieder sauber? Oder, oh Gott, auf dem Polster, auf dem Sofa ist ein Riesenfleck, das war's, hinüber, neues Sofa. Es ist ein Gerät, wie es ja, wahnsinnige Reinigungsfirmen nutzen. Es ist ein Tiefenreinigungsgerät, das bis zu 14 cm in die Tiefe geht. Das bedeutet, ihr könnt alle Polstermöbel, Autositze, Teppiche, Matratzen tiefen reinigen. Und das immer dann, wenn ihr es wollt, weil es ist dann euer Gerät, das ihr zu Hause habt. Wir haben den Spielzimmerteppich gereinigt und ich habe mich gefühlt wie die schlimmste Rabenmutter, weil da kam so viel raus und da spielen wir jeden Tag drauf, liegen drauf, kuscheln drauf. Deswegen ganz wichtig, Tiefenreinigung. Die Tiefenreinigung funktioniert mit dieser Elektrobürste, die wir hier zu sehen haben. Diese Elektrobürste geht mit einer speziellen Rütteltechnik, die rüttelt und schlägt so den ganzen Dreck, den ganzen Staub nach oben und zieht dann den rein und damit gehen wir bis zu 14 cm in die Tiefe mit diesem Mechanismus und die Saugkraft holt dann den ganzen Dreck raus. Es ist wirklich wahnsinnig. Durch diesen Wassertank sieht man dann auch, was da alles rauskommt und wenn ihr diese Tiefenreinigung macht, wird das Wasser schwarz gefärbt sein. Ihr werdet aber merken, wenn ihr es regelmäßig macht, wird das Wasser nicht mehr so dreckig, weil der alles rausholt. Es geht aber nicht nur mit Teppichen und Sofas oder Autositzen oder Kindersitzen, es geht auch mit der Matratze und die Matratzenreinigung ist etwas ganz Spektakuläres, weil keiner kann sich vorstellen, was in einer Matratze alles drin ist. Wir wissen, dass wir Feuchtigkeit verlieren, das geht in die Matratze und verklebt. Wir wissen, dass durch Hautschuppen, die wir verlieren, sich Milben bilden. Die Milben kacken, die Milben entleeren sich und das 300 Mal so viel wie ihre eigene Körpergröße ist und sie legen natürlich auch Milbeneier und all das steckt in unseren Matratzen. Wenn ihr das erste Mal eure Matratze reinigt, wird es euch schlecht werden, auf was ihr und unsere Kinder, eure Kinder liegen. Deswegen ist das auch ein Riesenpunkt, warum dieser Hühler in jeden Haushalt muss. Man kann diese Matratze vakuumieren und das ist eine gute Sache. Das kann man auch bei dem Hühler dazu bestellen. Einfach eine Matratzenhülle in eurer Größe. Alles andere, was ihr dazu braucht, ist im Starter-Set schon enthalten. Wir haben hier einen Aufsatz, den ihr nicht nur zur Matratzenreinigung nehmen könnt, sondern auch zur Polsterreinigung. Dieser verhindern einfach, dass sich der Hühler festsaugt. Also ihr könnt hier ganz locker was absaugen damit, Polster oder auch Vorhänge, was immer ihr absaugen möchtet, es wird sich nicht festsaugen. Und wir nehmen das auch zum Vakuumieren. Warum vakuumiert man? Man vakuumiert die Matratze, dass man komplett alles Lebende, die Milben und die Milbeneier, tötet und die dann absaugen kann. Es wird alles zusammengepresst in diesem Vakuum, stirbt, weil es keinen Sauerstoff hat. Und wenn es dann wieder aufgeht, dann geht es nach oben und nach unten und dann kann man es schön absaugen. Was ich jetzt unbedingt dazu sagen muss, wenn ihr euren Hühler nach Hause bekommt und das erste Mal vakuumiert, ist eine Technik, die nicht anders gemacht werden darf und die zeige ich euch jetzt mal kurz. Man hat auch wieder einen tollen Schlauch. Ich nehme jetzt hier den roten Schlauch, das ist ein Elektroschlauch, da darf kein Wasser durch.
Der wird einfach auch wieder eingesteckt. Und dann habt ihr hier, das habe ich im Unboxing gezeigt, aber habe ich hier noch gar nicht gesagt, ihr habt eine Fernbedienung, die abnehmbar ist und das ist so toll für den Rücken. Die könnt ihr auf den Schlauch, aber auch auf den anderen Schlauch aufsetzen und dann müsst ihr euch nie runter zum Gerät beugen und an- und ausmachen, sondern könnt das ganz bequem im Stehen tun. Und wenn ihr das dann gemacht habt und ihr habt diesen Aufsatz drauf, wir nehmen den da, wir nehmen diesen Aufsatz, dann macht ihr den auf eure Matratze drauf. Die Matratze ist schon in der Hülle. Ihr stülpt die Hülle hier drüber und hebt sie fest. Und dann saugt ihr. Das heißt, ihr macht einfach ganz normal den Hühler an. Wenn die komplett zusammengesaugt ist, und das ist jetzt sehr wichtig, dann dürft ihr das Gerät nicht ausschalten, sondern ihr zieht, während das Gerät läuft, den Schlauch. Das Gerät läuft, die Matratze ist komplett platt, es läuft immer noch, ihr zieht den Schlauch. Und dann kommt eben keine Luft mehr und dann wird die Matratze wieder zurück aufgepustet. Warum ziehe ich den Schlauch? Weil durch den Unterdruck sonst das ganze Wasser reingehen würde in die Matratze. Wäre nicht schlimm. Wir haben ein Tiefenreinigungsgerät, können wir einfach wieder trocken saugen, aber das wäre ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen es ja vakuumieren und nicht nass saugen oder nicht nass reinigen. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr vakuumiert, erst den Schlauch ziehen, bevor ihr den Hühler ausschaltet. Dann habt ihr diesen kompletten Dreck und diese kompletten Milben oben und unten. Und dann nehmt ihr die Tiefenreinigungsbürste. Das ist dieses tolle Gerät. Und damit könnt ihr, wie gesagt, alles reinigen. Teppiche, Sofas, Polster. Diese Bürste hat diese Rüttelbewegung und die geht in die Tiefe. Was bedeutet, ihr Lieben, ihr habt jetzt vakuumiert, ihr habt diesen ganzen Kot, diese Milben, diese Eier, aller Dreck, der seit Jahren in eurer Matratze sitzt, oben und unten. Und jetzt geht ihr mit der Bürste und zieht das einfach einmal ab, saugt das auf und es wird euch schlecht werden, was da alles im Wasser landet. Und somit habt ihr dann auch die Matratzentiefenreinigung. Zu guter Letzt noch ein kleiner Trick, ihr Lieben, ihr habt ja diesen Schlauch mit den silbernen Klammern, den man eben auch zum Nassaufsaugen nutzen kann. Und den solltet ihr jedes Mal danach trocken machen. Wie kriege ich einen Schlauch trocken? Ich puste ihn einfach einmal durch. Ihr lasst ihn so drin, schiebt aber die andere Seite hinten rein. Und dann macht ihr den Hühler einfach an, 3 bis 5 Minuten, und dann pustet ihr euch den nassen Schlauch wieder trocken. Wie ihr seht, ist der Hühler ein absolut durchdachtes Qualitätsprodukt, auf viele, viele Jahre ausgelegt. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch den Haushalt zu erleichtern, aber viel, viel wichtiger, es ist ein Gesundheitsprodukt. Es ist ein Produkt, das jeder zu Hause haben sollte. Anstelle eures Staubsaugers, anstelle eines anderen Tiefenreinigungsgerätes und es hat eine Luftwäschefunktion. Jeden Tag Luftwäsche betreiben und ihr werdet merken, dass es ein ganz anderes Klima hier drin gibt. Gleichzeitig noch eine Aromatherapie oder eine Salztherapie und ihr werdet dieses Gerät umarmen. Ihr Lieben, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ich werde euch beraten und euch zur Seite stehen und euch diesen tollen Hühler nach Hause schicken.